Und damit herzlich willkommen zurück. So. Piraten sind unterwegs. Ja, die bösen Piraten. Ja, ist gut. So. Was machen wir denn jetzt noch? Mir fehlt so ein bisschen das Geld. Passt mal auf hier. Geld, Geld, Geld. Sehr schön. Wir benötigen eine Titanwerft. Ich will doch gar keinen Titan dort bauen. Ich hab doch schon einen. So, taktische Kapazitäten. Krab, Doomlord. Da hauen wir doch mal drauf. Dann sehen wir das schon. Und zack. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Sehr gut. Das dauert noch ein bisschen. Genau. Schön. Schön ausbauen. Passt. Gut. Und die dürften springen. Ihre Befehle, ja. Kommandant? Gut. Planetenentwicklung abgeschlossen. Berechne Sprungkoordinaten. Hört ihr das? Den Antrieb? Krass. Schaut euch mal die Sicht an. Planetenentwicklung abgeschlossen. Und da sind wir. Erdähnlicher Planet. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Den holen wir uns. Ziele in Sicht. Da kann er gar nichts gegen machen. Oh, der Arme. Die arme KI. Das war's. Commander an Deck. Commander an Deck. So schaut's aus. Ich bin an Deck. Ohne Dreck und taktisch. Können wir ja auch noch ein bisschen was machen, oder? Ja, genau. Ich weiß natürlich, dass ich nach wie vor hier eine ganze Menge Zeugs bauen muss, soll, kann. Unter anderem diesen Kram hier zum Beispiel. Wenigstens die Handelszentren, damit es schneller geht. Aber jetzt bin ich schon bei 63 Einkommen. Also das Einkommen, es steigt. Langsam. Es sollte noch mal ordentlich steigen, wenn hier mehr Bevölkerung hinzukommt, aber das dauert so ewig. Ich glaube aber übrigens, dass ich vielleicht hier als nächstes das Hauptplaneten-Upgrade machen sollte. Ich weiß es noch nicht genau, aber... Raumminen. Also, unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Das scheint mir halt einfach sinnvoll. Unser Planet wird belagert. Weil da unten habe ich 45%, 40%. Planetenentwicklung abgeschlossen. Das ist halt immer sehr, sehr... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. 29%, das ist wir halt alles sind bereit, ne? Ihr Freund und Helfer. Nicht ausreichende Metalle. Unsere Flotte wird angegriffen. Ach, jetzt aber. Wo denn? Guten Tag, Commander. Ach, pff. Angegriffen. So ein Quatsch. Quatsch mich nicht zu. Da geht aber viel. Da geht ja einiges. So, mehr Geld. Bitteschön. Planetenentwicklung abgeschlossen. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Müsste die Bevölkerung hier nicht irgendwann mal hochgehen? Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Ja, geht hoch. Bevölkerungswachstum und Handelseinkommen ist ja höher. Das heißt, hier sollte ich viele Handelszentren bauen, hab aber nur zwei. Vielleicht sprengen wir mal ein Militärlabor. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Damit wir hier noch ein Handelsdingsbums bauen können. Die können auch bald wieder feuern, sehr schön. Piraten plündern einen unserer Planeten. Echt? Wo, was, wer? Okay, das tut ein bisschen weh. Vor allem, weil die Dinge noch nicht fertig sind. Oh, oh.
Okay. Ja, da hätte ich nicht so lange warten dürfen. Einer unserer Gegner hat einen Titan fertiggestellt. Ja, zum x-tausendsten Mal, weil er da und stirbt. Der blöde Titan von unserem Gegner. Unser Planet wird belagert. Übrigens, wissen wir wo? Nein. Okay, dann schauen wir mal. Planetenentwicklung abgeschlossen. Dort. Dort. So kann man auch sehr gut scouten, welche Planeten dem Gegner gehören und welche nicht. Weil das geht nicht. Das ist neutral. Der geht noch. So, die müssten bald schießen, oder? Novalidkanonen. Ups! Unsere Verstärkung greift in die da Schlacht. Da hat's einen Sprengkopf, da hat's einen. Ein Energieanstieg von enormen und da hat's einen und da hat er. Perfekt. Wir sind bereit! Perfekt, Kreuzer. Ach komm, das ist egal. Das hier ist jetzt wirklich wichtig, dass ich hier ein bisschen die Integrität hochballere. Ja. Erstmal auf Geld gehen, ne? So, und dann. So, und hier, boom. Berechne Sprungkoordinaten. Erdähnlich. Also, das müsst. Bald müsst man es haben. Sobald die keine Planeten mehr haben, haben sie kein Einkommen mehr. Dann können sie sich nie wieder irgendwas leisten. Kann man eigentlich ins Minus rutschen? Theoretisch. Abgeschlossen. Ich denke schon. Irgendwie. Irgendwie mit Sicherheit. Ein, ja, dann war es das halt. Ne? Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ui, hier kann man richtig. Wow. Ah, kann ich hier eigentlich. Unsere Flotte wird angegriffen. Bauwerk komplett. Entwickelbar. Ui. Bauwerk komplett. Ha! Wie nett ist das denn? Wo ist das? Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Nee. Welcher ist denn gerade ausgewählt? Der da. Ja, wie praktisch. Ah, da geht noch mehr. Wow, also der ist sehr wichtig, dieser Planet hier. Schaut mal, wie viel ich da bauen kann. 8 Handelszentren, ich kotz ab, das ist ja abartig. Wie schaut denn das hier mit den Raffinerien aus? Ja, Bombe. Okay, die Suchfunktion jetzt erst zu entdecken ist dämlich, aber ich finde sie so cool. Das ist ja so praktisch. Da geht noch mehr. Jetzt boost mal das Geld mal richtig hoch. Auf 70, komm schon, 70. Das kriegt man doch hin, oder? 70? Ja, 70. Das 70 ist dabei, drin. Bauwerk komplett. Da geht ja so viel. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Instant neue Kolonie. Sehr schön. Gefällt mir. Ich werde nicht. Kann ich nichts gegen sagen. Da gehe ich hier auf Suchen und dann Logistikplätze. Bauwerk komplett. Ah, hier, schaut's mal. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Ja, klar, wieso nicht? So, die können alle wieder nicht feuern. Macht aber nichts. Ja, schön. Bedankt. Haben wir denn hier Asteroiden? Keine Raffinerien. Haben wir hier Raffinerien? Ja, 3 von 3. Hallo. Oh, wie kommt das? Der muss ja selbst eine haben, ne? Hat er nicht. Hä? Warum habe ich dann hier 3 Raffinerien? Oder habe ich irgendwo 2 gebaut? Aber das macht keinen Sinn. Oder bin ich jetzt blöd im Kopf? Hier ist 2 von 3. Weil hier ist eine. Ah, hier sind 2. Wieso habe ich nur 2 gebaut? Hä? Macht das Sinn? Naja, gut, hier sind welche, das macht Sinn. Hier, ja. Bauen wir hier noch eine. Phasensprung auf mein Signal. So was noch. Dum 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 dum.
Bauwerk komplett. 5 ist ein bisschen arg viel. Ja gut, aber hier ist 0. Das ist das perfekt, geht halt schlecht, ne? Hier ist 1 und nur 2 von 3, also das ist... macht nichts. So, hier wieder schön draufballern, gerade Doomlord, tschüss. Kann ich eigentlich auch Nuklearbomben auf den Planeten schmeißen? Nein. Aber planetare Ausrottung, das geht. So, macht... Das muss doch wehtun. Planetenausrottung. Schaden, Bevölkerung getötet. Wow. Bauwerk komplett. Die machen das, oder? Oh ja, da fliegen die Raketen. Bauwerk komplett. Nee. Mir tut die Bevölkerung ja leid, ne? Das ist... Aber hey... Falsche Seite. Das Schlimme ist, sie haben es ja nicht mal gewählt unbedingt, ne? Dass sie sagen, boah, ich bin jetzt gegen die, die uns angreifen. Klar sind sie gegen die, aber sobald man verliert, denkt man sich auch, ja, warum, weshalb, was habe ich falsch gemacht? Und da hat man nichts falsch gemacht. Man ist auf der falschen Seite des Universums geboren worden. Ja, Pech gehabt. Sorry. Unser Planet wird belagert. Das ist bei so ganz großen Geschichten, ist das eine ganz knifflige philosophische Angelegenheit, wenn man denn möchte. Man kann auch einfach sagen, pff, egal, aber wenn man drüber nachdenkt und stellt euch mal vor, so in vielleicht 100 Jahren, gut, da werde ich vermutlich nicht mehr leben. Also denke ich mal, ne, unwahrscheinlich, aber wer weiß, Unsterblichkeit und so, nichts, was ich hier wollen würde. Aber wer weiß, wie die Welt in 50 Jahren ausschaut. Und in 50 Jahren könnte ich tatsächlich noch leben. Wir haben eine feindliche Kolonie erlebt. Die Möglichkeit besteht. Vielleicht sind wir dann schon auf dem Mars. Wer weiß. Es wird nicht so wie hier sein. Keine Frage. Aber irgendwann, irgendwie, vielleicht mal, eventuell. Ein Energieanstieg von enormen. Es wundert mich, dass ich so plötzlich so viele logistische Plätze habe. Das ist so abartig. Bauwerk komplett. Hier, 40. Was? Boom! Waffentestgebiet. Wenig Bevölkerung. Taktische Plätze 8. Okay. Bauwerk komplett. Bauwerk komplett. Da wie viel ich hier bauen kann, das ist so abartig. Aber mir gefällt's. Klar, wieso auch nicht. Wurde gegründet. Ich kann weiter Handelsposten aufbauen hier. Der Geheimdienst. So, jetzt ist fertig. So, jetzt hier Geld. 65, komm schon, ich will auf die 70. Der Planet bringt mir derzeit an Geld ein. 11. Kulturelle Ausdehnung, die Steuerannahmen 3, ja. Und Handel? Erholung strukturiert. Clusius, wo ist denn Clusius? Clusius 3,9. Ist nicht viel. Bauwerk komplett. Mir Sam bringt viel, aber das ist klar, das sind 5 Sternbasen. Pelion. Bauwerk komplett. Pelion. Wo ist, was ist Pelion? Kann ich Energieanstieg von enormen Kann ich Planeten suchen nach Unser Planet wird belagert. Bauwerk komplett. Ihre Befehle, Kommandant? Getreu kann ich Ziel. Was Bauwerk wie? Komplett. Pelion hier. Was haben wir da alles? 8 Sterne, ja, und noch 2 Sternbasen. Kein Wunder, dass das Geld fließt. Nicht ausreichende Metalle. Aber das wundert ja wirklich nicht. Also mich wundert's nicht, ne? Aber jetzt komm schon. 67, da muss doch mehr gehen. Ein bisschen mehr muss da doch noch gehen. Aber das wird schon mit der Zeit, ne? So, hier geht noch was. Raffinerie, habe ich gesagt, brauche ich hier nicht, weil hier bin ich eh schon bei 5.
So. Ja, aber hier geht noch was. Und ich baue jetzt auch voll die Handelsposten auf. Ich mache jetzt richtig Geld. Jetzt baue man ein Wirtschaftsimperium auf. Ja klar, ich ziehe mich hier durch die ganze Galaxie und mache Geld und fertig. Also, aber 75 wollte ich eigentlich schon erreichen. 100 wäre Bombe, wie gesagt, das ist irgendwann mein Traumziel, aber naja, schauen wir mal. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Naja. Zusätzliche Credits benötigt. Ein paar Raketenfregatten noch. Ihre Befehle, Kommandant? Einen leichten Träger habe ich irgendwo auf der Strecke liegen Bauwerk lassen. Komplett. Ruf sie rein und springt endlich! Unser Planet wird belagert. Was macht denn da ein Konstruktionskreuzer? Oh je, jetzt komme ich durcheinander. Aha. Und hier? Hä? Was? Bauwerk komplett. Ja gut, egal. Dann schick mal den auch darunter. Können wir ja machen, ist ja kein Problem. Hier können wir noch Geld scheffeln. Ja, die Piraten sind nervig. Aber das macht nichts. Das sind Piraten, die sind so halt, ne? Was willst du machen? Die sind wie sie sind, so sind sie und gut ist. Unsere Flotte wird angegriffen. Unsere Flotte. Bereit für die vorderste Flotte. Ja, nee, das ist. Ich glaube, so langsam gewinnen wir das Spiel doch noch. Ihr Freund und Helfer. Für die Koalition. Ich hab was für dich. So wird Raumschrott gemacht. Hm. Ui, der hat da was ganz Großes auf dem Planeten. Schaut mal. Aber lang hält es auch nicht. So. Die dürften bald alle schießen und gut ist. Ja, und ich knall halt alles kaputt, ne, vom Gegner. Alles kaputt knallen. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Und wir haben einen Planeten kolonisiert. Ihre Befehle, Kommandant? Komm, ich weiß doch, dass du es willst. Ihr Freund und Helfer. Wo ist mein Kolonieschiff? Da ist es doch. Feindkultur herrscht zu stark vor. Ja gut, das kann sein. Ihre Befehle, Kommandant? Macht aber nichts. Unser Planet wird belagert. Okay. Planeten erforschen. So. Der Markt floriert. Okay. Teuer. Das ist das mit der schiefen Sternbasis. Soll mir auch recht sein. Anderes Bauwerk steht im Weg. Schildgenerator. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Na also, und weiter geht's. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Ja, ich gehe jetzt hier so hin. Blub, 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 drüpps dann so rum. Über die Piraten hauen wir es weg und irgendwann gehört's alles. Ganz methodisch machen wir das. Oder so halb methodisch. Nicht wertvolles wurde gefunden. Ja, das wundert mich nicht, das ist oft so. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Oh nein! Ein Sensenmann. Bloß nicht. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ernsthaft? Hört mal her, ihr Fliegeraffe! Bauwerk komplett. Na, jetzt habe ich kein Geld mehr. Tja, schade. Wollten wir noch ein paar Raketenfregatten bauen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Na gut, ich glaube aber,
dass ich hier jetzt tatsächlich erstmal eine Pause mache. Lasst mich mal gucken. Ja. Sieht gut aus. Upsi, wo ist das Spiel? Da. Für heute bin ich fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Das nächste Mal geht's dann weiter. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.